Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, ja. Genau, ich wollte am selben Abend noch aufnehmen, habe ich natürlich nicht geschafft. Ja, jetzt der nächste Tag. Und jetzt muss ich wieder ein wenig aufnehmen. So. Beziehungsweise ich will auch unbedingt aufnehmen. Ich habe nochmal einen Kommentar bekommen, wo es hieß, ich soll nochmal das Thema Uran, was mir geschrieben worden ist, nochmal durchlesen. Und ich habe es jetzt verstanden. Ja, also, genau, das Ding war ja, das Problem, was ich hatte, war, ich brauchte ja von dem hier, da gibt es ja diese zwei verschiedenen. Und das 99,3 und das 0,7, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt. Das heißt, ja, ich muss sehr viel von dem Dunkelgrün rausschießen, damit ich an das Hellgrüne drankomme. Das heißt, wir werden sehr, sehr, sehr viel davon abbauen müssen. Ja, dann habe ich nämlich totalen Quatsch erzählt mit der Forschung. Dass es daran liegt, dass ich das deswegen nicht machen kann. Genau, das ist jetzt gerade das Hauptdingen. Dafür brauche ich jetzt allerdings, das heißt, ich werde hier unten erstmal sehr viel davon abgrasen müssen. Bedeutet, ich brauche auf jeden Fall mehr Strom aktuell. Stromtechnisch sieht das hier nämlich nicht so gut aus. Das bedeutet, ich werde jetzt noch ein paar Dampfmaschinen bauen. So, dann nehmen wir mal, keine Ahnung. Wir machen einfach mal welche davon. Dann brauche ich die. Welche waren es denn? Die waren es. Was fehlt mir da? Gestein. Ja gut, das habe ich da unten. Das holen wir mal schnell. Hier vielleicht welches noch drin? Ja, habe ich auch noch. Wunderbar. So. Wie viele Dinger habe ich jetzt gebaut? 20. Das heißt, ich bräuchte 10 auf jeden Fall mal davon. Was braucht man noch? Wasserpumpen eventuell. Ich brauche gerade mal welche. Weiß nicht, ob ich gerade welche brauche, aber wir schauen mal. So, was fehlt mir noch? Rohre fehlen mir. Ich brauche auf jeden Fall Rohre. Die dürfte ich ja auch noch hier rumfliegen haben. Wunderbar. Schön, dass ich hier noch alles habe. Hab ich hier noch irgendwas Interessantes, was ich mitnehmen kann, wenn ich da jetzt eh schon hinlatsche? Der wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Nö. So, davon können wir aber auch noch mal ein paar bauen. Ja, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Wir laufen jetzt mal hin und dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen den Strom hochpushen. Das wäre nicht schlecht. Ja. Dass ich das hier immer so nach und nach, so Stück für Stück in Gang bekomme. Die Forschung läuft ja jetzt, das funktioniert. Genau. Ich wurde auch gefragt, ob ich streamen würde. Ob ich Factorio streamen würde. Da ich ja eh Bock hatte, wieder zu streamen, auf jeden Fall, würde ich auch Factorio streamen. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Ich hatte das Problem, dass die letzten zwei Male, das war einmal bei Minecraft, aber das liegt daran, dass der Server halt mittlerweile sehr krass zugebaut ist. Dass es halt übelst ruckelt. Und dasselbe Problem hatte ich bei Satisfactory, weil wir da mittlerweile auch ziemlich viel gebaut haben in der Base und da halt auch alles ja hart am ruckeln ist, ne? Da ist alles zugebaut, da ruckelt halt einfach alles. Das war natürlich ein bisschen uncool. Das ist aber. Das sieht ja nicht so gut aus, was hier passiert, ne? Das macht es halt nicht besser hier.
Genau, aber Factorio sollte eigentlich laufen. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht und erzähle jetzt irgendeinen Schwachsinn. Aber im normaler Fall, genau. Im Normalfall sollte das laufen. So. Ja, das sieht nicht gut aus hier. Sagen, produziert jetzt gar nichts, doch macht er, aber die produzieren alle nicht so wirklich viel, ne? Genau, also lange Rede, kurzer Sinn hier, was Factorio Stream angeht. Ja, also ganz gar kein Problem, würde ich ganz gerne machen. Ich muss nur noch einen passenden Zeitpunkt finden, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich müsste das dann nochmal alles so zurechtmuddeln, dass ich wieder mit dem Stream, dass ich das wieder machen kann. Und aber an und für sich ist das gar kein Problem. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, weil wenn dann der ein oder andere zuguckt, der hier mehr Ahnung hat, also quasi jeder neben mir, der könnte mir dann nützliche Tipps geben. So. Ja, das Kohlefeld hier ist abgegrast, da ist nichts mehr. Da ist echt nichts mehr. Mann, 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 Mann. Stromtechnisch ist das hier eine Vollkatastrophe aktuell. Gut, jetzt gucken wir mal. Mir wurde auch gesagt, in diesen Forschungsstationen, die ich da habe und so, dass ich da diese Module reingepackt habe, die das beschleunigen, bringt nicht wirklich was. Ich sollte da die anderen Module reinmachen. Somit würde ich bei selber Geschwindigkeit weniger Flaschen verbrauchen, was natürlich gut ist. Und dann könnte man einfach dafür mehr Forschungsstationen hinbauen und wäre somit wiederum schneller. Also sollte ich das auch nochmal umrüsten bei Gelegenheit. So. Jetzt einmal hier hochlaufen. Jetzt hoffe ich, dass ich da noch was von dem Brennzeug habe. Und nicht schon alles verfrachtet habe. Noch sieht's okay aus. Ja, noch haben wir was. Ich würde das gerade mal schnell kappen. Und erstmal hier lassen. Unten brauchen wir es sowieso nicht. Bei uns gerade, weil eh alles über Strom läuft. So, wie baue ich das jetzt am besten auf? Jetzt schauen wir mal. Ich könnte. Eins. Ich muss immer so ein bisschen mehr Platz lassen. Hier könnte ich einen hinbauen. Hier könnte ich mal hinbauen. Kann ich einen hinbauen? Hier. Ich weiß, das sieht jetzt nachher fürchterlich aus und macht überhaupt keinen Sinn wahrscheinlich, was ich alles mache. Das hätte man wahrscheinlich alles wieder viel, viel besser bauen können. Egal. So. So, so und
Jetzt haut doch hinten vorne nicht hin, was ich hier brauche. So. So. Und so. Gut. Ja, das haut ja platztechnisch wieder nicht hin hier. Och man. Ey, Spiel. Gehst mir jetzt schon auf den Zwirn. Ich baue das anders. Moment. Ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen blöd angestellt, ich weiß. Moment, das machen wir jetzt anders. Einfach mal mit Sinn und Verstand und nicht so doof, wie ich mich gerade wieder anstelle. Und zwar machen wir das. Aneinander war immer blöd, ne? In einer Reihe. Da ist nicht genug Wasser durchgekommen, glaube ich, war das. Irgendwas hatte ich da ein Problem gehabt damals. So. Ob das jetzt schön ist, ist mir wurscht. Das interessiert mich nicht. So, zack, zack. Die schließen wir jetzt erstmal hier alle an. Wunderbar. Dann brauchen die ja auch diesen Brennstoff hier. Den leite ich jetzt gerade mal darunter. Bis hierhin. Das heißt, der kann den befüllen, der kann den befüllen. Der kann sich direkt hier wegnehmen. Das sollte passen. Dasselbe kann er hier auch machen. Und dann brauchen wir hier nochmal einen. Den ziehen wir hier runter. Dann brauchen die Wasser und Strom gleich. Also erstmal Wasser. Kann ich welche bauen? Ja, ja, zum Glück. Gott sei Dank, ich sage jetzt nicht, ich kann die nicht bauen, ich drehe durch. Aber es geht. Dann habe ich nichts gesagt. So. Das passt auch soweit. Lege ich da dann so lang das vor, okay.
fertig. So. Ach, jetzt passt das da gar nicht, oder wie? Das ist blöd. Moment, das kriegen wir aber gelöst, das Problem. So. Das passt. Ja, so sollte das jetzt nicht unbedingt aussehen, aber von mir aus. Den Zipfel, da brauchen wir gar nicht. So, jetzt sollt ihr dann auch alle Wasser haben. Insofern ich das jetzt natürlich gleich mit einer Wasserpumpe verbinde. So, Wasserpumpen. Habe ich auch welche. So, nehmen wir drei Stück, fertig. Was soll der Geiz? So, Wasser wird reingepumpt. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß nur noch mit Strom verbinden. Beziehungsweise, warte mal. Die machen wir hier hinten hin, oder? So. Die rattern auch schon schön los. So, jetzt sollten die alle laufen, oder? Mehr oder weniger. Warum laufen die jetzt nicht? Hab ich irgendwas vergessen? Die haben kein Wasser. Ah, Moment. Ja, da habe ich was falsch gemacht. So, jetzt sollten alle laufen. Wunderbar. Und jetzt sollte der Strom... So. Ja, jetzt sind wir in noch keinem, ja, in noch keinem sehr guten Bereich, würde ich mal behaupten. Ja, da sind wir noch nicht drin. Aber auf jeden Fall passiert hier schon mal was. Das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen gucken muss, das ist jetzt das Hauptproblem, was wir dann haben werden, vorerst mal.
ist, dass mir das hier ausgehen wird. Die werden mir jetzt ausgehen, die werden jetzt so weggefressen. Das heißt, die müsste ich rein theoretisch wieder produzieren. Und da habe ich das Problem, dass mir das Öl langsam ausgeht. Da müsste ich nochmal schauen. Der Zug da unten steht sowieso schon, der kriegt schon gar nichts mehr, der wird schon gar nicht mehr beliefert, befüllt. Weil ich das ja alles eingestellt habe. Zur Not müsste man Kraftwerk woanders hinbauen, irgendwo ein großes Kohlefeld vielleicht suchen oder so. Und da einfach ein Riesenkraftwerk hinklatschen, was das mal alles versorgt. So. Das heißt, ich muss jetzt rein theoretisch das Zeug hier meinen ohne Ende. Das bringt gar nichts, was ich hier mache. Ist jetzt auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was ich hier mache, aber ich muss das Zeug hier eh erstmal abfarmen. Bevor ich jetzt nicht so wirklich weiß, wo ich das Zeug hinknallen soll, mache ich das jetzt mal so, aber das läuft halt so schnell voll. Und da muss ich mir gleich was überlegen, wie ich das weiterbaue. Tja, da muss ich mir Gedanken machen. Ich könnte jetzt allerhöchstens mal ganz kurz dass das hier einfach mal von einer Kiste in die nächste geleitet wird. Wie gesagt, ist jetzt auf jeden Fall nicht gerade die Bombenidee, die ich hier habe. Ne? Ja, der hat keinen Strom da unten, so. Wie es einfach aussieht. Alle greifen durcheinander. Naja, so kann sich das wenigstens mal ein bisschen füllen. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, dass wir da draus irgendwie dass wir da auch noch ein bisschen was von dem dunklen Zeug rauskriegen. Ich lasse das jetzt erstmal so laufen. Soll sich das mal füllen. Gucken, ob wir dann irgendwo was dabei haben schon. Und später kann man das, glaube ich, dann umwandeln mit dem anderen, was ich gemacht habe. Da werde ich auch viel Energie brauchen. Also im Großen und Ganzen ist unser Hauptproblem, was wir jetzt gerade haben, ist Energie einfach. Energie ist gerade ein Riesenproblem. So, wie gehe ich da jetzt am besten vor? Ich bräuchte ein großes Kohlefeld. Da oben hätten wir eins. 5,3 Millionen Kohle. Das wäre ein Anfang. Hier haben wir noch Kohle. Wenn wir hier ein großes Kraftwerk hinbauen. So ein dampfbetriebenes Kraftwerk. Was dann erstmal mit der Kohle hier versorgt wird. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, oder? Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Und ich glaube, es macht doch Sinn, wenn wir die alle irgendwie... Wenn wir das alles da oben irgendwo hin transportieren erstmal. Und von da oben dann Strom, eine Stromleitung haben, die das dann alles versorgt. So, wenn das ist, dann kann ich da wieder gucken, was da jetzt das Problem ist.
Weil aktuell, ich habe hier Strom, ich erzeuge da Strom, ich erzeuge da unten Strom, ich erzeuge da oben irgendwo Strom und überall erzeuge ich Strom und nicht so wirklich, ja. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Da unten erzeuge ich auch Strom und da und ach, überall ist verteilt. Das ist irgendwie blöd. Ja. Ist halt die Frage, wie lange kommen wir mit der Kohle hin? Am besten ist natürlich dieser feste Brennstoff, aber der kostet mich halt Öl und Öl ist halt auch Mangelware. Das ist halt auch blöd. Also wenn ich da jetzt mal reinschaue. Also ich kann aus dem hier kriege ich das. Flüssiggas kann ich da draus machen direkt. Kann das aber auch auf drei Dinge umstellen, da kann ich dann aus den drei könnte ich dann jeweils das machen. Ja, im Endeffekt ist es alles blöd. Im Endeffekt frisst es einfach alles meine Kohle, ne? Es frisst meine komplette Kohle auf. Gut, ich bereite mich jetzt mal vor. Die Folge ist jetzt eh gleich rum. Ich bereite mich jetzt mal vor. Und schau einfach mal, dass ich mir jetzt einen Haufen Dampfmaschinen etc., Kesselabbauzeug etc., was weiß ich. Also wirklich alles, was ich halt für das große Kraftwerk benötige, das kratze ich mir jetzt zusammen und dann klatschen wir das da oben hin in der nächsten Folge. Und dann beliefern wir das erstmal mit der Kohle. Das können wir ja dann noch weiterlaufen lassen. Das ist ja erstmal egal. Ich habe erst überlegt, ob ich die jetzt alle abbaue und alles da oben hin verfrachte. Ich lasse die jetzt erstmal so, wie die hier sind. Aktuell funktionieren die noch irgendwie so ein bisschen. Genau. Dann baue ich hier oben noch ein großes Kraftwerk hin. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, dass wir hier unten noch mehr von dem Zeug abbauen als nächsten Schritt danach. Ja. Und dass wir das dann forschungstechnisch hier auch irgendwie auf die Kette kriegen. So. So machen wir das, meine Freunde. So machen wir das. Genau. Dann vielen, vielen Dank für die Tipps nochmal auf jeden Fall. Hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Ja. Genau. Da gibt es eigentlich gar nichts groß zu sagen. Vielen, vielen Dank einfach nur. Hilft mir wirklich sehr. Weil alleine, wie gesagt, ich stehe da echt teilweise auf dem Schlauch und blick das nicht. Ist manchmal alles ein bisschen viel, manchmal ein bisschen, ja, manchmal verstehe ich es nicht so ganz. Manchmal, ja, kennt ihr vielleicht auch selber, manchmal ist die Lösung so offensichtlich, es steht teilweise da und du blickst es halt trotzdem, du stehst da und denkst, hä, wie, was, warum, warum geht das jetzt nicht? Und dann steht es eigentlich schon da und so, ja. Einfach mal genau lesen und nochmal genau drüber nachdenken und dann meistens erklärt sich es von selber. Naja, gut. Will gar nicht mehr lange drum rumschwafeln, dann würde ich sagen, sehen wir uns, ich muss von den Gleisen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Also macht's gut, bis dahin. Ciao.